Herr Baumstumpf? Herr Baumstumpf, sagen Sie doch was. Herr Baumstumpf redet nicht mit mir. Na toll. Wahrscheinlich habe ich ihn irgendwie beleidigt. Seine ganze Kultur habe ich wahrscheinlich beleidigt. So, hier sieht es relativ flach aus. Hier kommen wir ganz schön weit hoch. Kommen wir eventuell doch noch auf den Berg rauf und zu unserem geliebten Fragezeichen. Ich mache mal einen Quick-Save für den Fall, dass wir gleich wieder ins Schlittern kommen. Aber... Da stehen ein paar Mogelponys rum. Ach ne, das sind Ziegen, natürlich. Okay, hier könnten wir eventuell... Er fängt gleich an zu schlittern, oder? Komm schon, komm schon. Wir kommen rauf, wir kommen rauf. Oh yeah. Oh, da geht's ja noch weiter hoch. Wo sind wir eigentlich jetzt? Da, wir sind... Wir müssen diesen Grat weitergehen. Dann kommen wir zu dem Fragezeichen. Ah, die Frage ist nur, kommen wir hier weiter hoch? Das ist die Frage. Mach nochmal einen Quick Save. Holla, das ist aber zerklüftet hier. Ja, rutsch wieder mal wieder. Du mit deiner Rutschpartie, Gary. Du brauchst noch eine eigene Halfpipe. Da kommt man doch hoch, Geralt. Stell dich nicht so an. So. So, wir haben es noch ein Stückchen weiter nach oben geschafft. Kommen wir hier jetzt rauf? Geht das? Nein, 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 nein! Oh. Okay. Langsam hochtasten. Da wolltest du anscheinend nicht. Okay. Nein, hör auf zu... Nein! 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 Bis nach ganz unten. Geralt? Wir müssen einmal... Wie war denn die Taste für Quickload? Willst du mich verarschen? Egal. Laden wir mal so. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Schau mal eine an. Mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindersfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Ah, schau an, schau an. So, bin ich dann wieder auf dem Berg? Ich will hier immer noch, Warum fängt er da wieder... Ja, genau. Rutscht wieder den ganzen veräulten Berg hinunter. Bin ich gleich wieder 800 Kilometer weiter sonst wo. Das kann doch wohl nicht angehen. Man muss da doch irgendwie raufkommen. An der Stelle geht es anscheinend nicht. Wie sieht es hier entlang weiter aus? Hier ist auch noch so ein Grat. Ich bin da nicht allzu zuversichtlich, aber... Ne, schlitter die. Höpp, 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 höpp. Und da rutscht er wieder. Man muss da doch irgendwie raufkommen. Geralt. Ja, Geralt will wieder nach ganz unten. Hier sind wir schon wieder beim Dorf. Da sind wir echt einmal um diese Bergkette rum. Hör auf zu rutschen, Geralt. Das gibt's doch nicht. Du brauchst mal so Bergschuhe mit Spikes, dass du nicht mehr überall runterschlitterst, sondern hier ganz bequem hinaufwandern kannst. Das wäre eine Erfindung. Da würde ich mich freuen. Alter, ich bleibe dabei. Da ist ein Fragezeichen. Da muss man doch irgendwie hinkommen können. Das muss doch gehen. Rede ich mir ein. Ja, jetzt sind wir echt komplett einmal rum. Guck hier. Können wir hier mal ins Haus reingehen und mal Hallo sagen? Nö, ist natürlich auch abgeschlossen. Das muss doch... Ich bin jetzt echt... Ich bin voll darauf versessen, zu diesem Fragezeichen zu gelangen. Das muss doch irgendwie gehen. Muss es doch. Wir müssen doch hier raufkommen. Die Tür ist immer noch abgeschlossen, oder? Einfach aus Verzweiflung nochmal nachgucken. Ja. Und den Schlüssel dafür habe ich nicht. Hier gibt es auch keinen Schlüssel. Ich sehe jedenfalls keinen. Es knirscht und knarzt ein wenig. Knirschi-Knarzi. Der Knirsch-Knarz-Minister.
Dass wir aber auch nicht auf das Haus klettern können, weil wenn wir einfach über das Haus rüberkommen, dann sind wir schon an der richtigen Adresse. Aber warum man da nicht rauf kann, ist mir auch ein Rätsel. Das ist doch prädestiniert, um sich da festzuhalten und da hochzuklettern. Imprägniert ist das. Ha. Also langsam weiß ich weder ein noch aus. Ja, anscheinend kommen wir nicht zu dem Fragezeichen hin. Warum nicht? Kommen wir da später irgendwann hin? Gibt es da einen besonderen Weg hin, den wir noch nicht kennen? Auf jeden Fall bin ich jetzt ein wenig frustriert davon und deshalb nehme ich jetzt die Markierung weg und gehe woanders hin. So, wenn du nicht gefunden werden willst, gehe ich halt nach Ker Trolde und guck mir da die Trolde an. Muss ich natürlich von dem Dings aus machen. Stimmt ja. Dann eben so. Dann hole ich mir meine Belohnung von Krach ab. Dafür, dass ich seinen Kindern ein bisschen den Arsch gerettet habe. Auf ihren bizarren Abenteuern. Hoffentlich ist es ein Arsch voll Gold. Da würde ich mich drüber freuen. Na gut, kommt auch darauf an, wessen Arsch das jetzt wäre. Aber das Gold, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Was macht denn da Kotzgeräusche? Ach, das sind die Schweine, natürlich. Ist das? Gestern auch gesoffen. Ich hab doch nicht gesoffen gestern. Was erzählst du denn? Wer redet denn so ein Schmarrn? So, schnell reisen. Dann wollen wir mal gucken. Oh, ich frage mich, findet dann auch die Königswahl in Kürze statt? Wenn die jetzt auch beide zurückkehren quasi von ihren Abenteuern, dann steht doch der Wahl eines neuen Königs oder einer Königin. Ceres hat sich ja auch beworben. Nichts mehr im Wege. Was macht ihr Hexenwände? Letzte Nacht war. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum ist das Tor geschlossen? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Und, ich will ja, ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber ich bin ja weder ein Sohn noch eine Tochter Skelliges. Ich frag einfach mal ganz nett. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute. Und für Blaujung Lugos, dem habe ich auch geholfen. Vergiss das bitte nicht. Krach wartet. Krach wartet. Mach doch nicht so einen Krach. Wie ist die Stimmung da drin? Wollte eigentlich so ein Quicksave. Ah, jetzt ruhig, geht's auch. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich ja, sehr. Nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Da wird schon mal gelacht. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Ach, Geschwister. Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Der Co-Riesentöter. Ceres, hey. Ach, verdammt. Was streitet ihr euch denn? Haltet doch zusammen. Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert? Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen. Sie ist so... Wie du? Jetzt zornig, bockig. Weigert sich auf irgendwen ich ja. zu... Üben. Wie du? Genau. Stimmt, Anwalt. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ja, yep. Wollte ich doch meinen. Wo ist Krach? Ich sehe Krach gar nicht. Der alte Krach gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Yay, Belohnung. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen?
Das lockert die Gelenke nach der Reise. Was sind eigentlich Wildkarle? Huch, die Leute tauchen einfach aus dem Nichts auf. Ach, das sind Wildkarle. Ich hab dich im Blick. Los, versuch's doch. Verpiss dich, Weißfresser. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe. Das scheinen raue Gesellen zu sein. Ich reiße den Kopf mit bloßen Händen. Was? Oh, da gibt's eine Schlägerei. Hjalmar, kannst du... Ah, Robbenscheiße. Alles in Ordnung? Tut mir leid, ich wollte jetzt nicht deinen Kampf unterbrechen. Ich wollte eigentlich nur... Geht's? Guck mal. Alter. Habe ich noch alle Zähne? Sieht so aus, ja. Die meisten. Hast ganz schön kassiert. Warum lachst du? Dich hätten sie auch verdroschen. Naja. Glaube ich nicht. Ach nein? Willst du wetten? Wirf einen der Wildkarle um und du kriegst mein Schwert. Ende wie ich und ich krieg deins. Was? Erstmal, was sind das eigentlich? Wildkarle? Wer sind die? Ach, diese Wildmenschen. Die leben in den Hügeln. Also Schafe? Ja, nur ohne Schafe. Sie leben vom Töten, essen nur das, was sie erlegen und kämpfen wie kein anderer. Klingt wie nette Menschen. Ich probier's mal aus. Komm, na was schön. Soll's? Du kannst mir das Schwert schon mal einwickeln. Verkauf deine Fische erst, wenn du sie im Boot hast, Wolf. Gutes Sprichwort. Na? Der mit dem Nippelring. Ich will ihm den Nippelring. Ich habe gehört, Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Kann losgehen. Gerne. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Sterb! Voll auf die Omme! Gerald, block doch mal! Gerald, möchtest du nicht mal blocken, wenn ich die Blockentaste drücke, wenn er zuschlägt? Ja! Komm! Scheiße! Au! Voll ins Gesicht getreten! Gerald, blocken! Alter! Ich mach Kleinholz aus dir! Gerald! Gerald! Komm schon! Gerald, du musst mal blocken, Junge! Warum macht er das nicht, wenn ich ihn... Oh, scheiße! Da hab ich aus den Socken gehauen. Aber ich habe ungefähr 100 Mal geblockt und Gerald hat ungefähr einmal geblockt. Geh mir aus den Augen, Rumtreiber! Alter, das will ich nochmal probieren. Das gibt's doch gar nicht. Ohne Schwert bist du nicht mehr so Kess. Wie schade, dass du es gerade verloren hast. Ich mag aber... Ich muss laden. Ich muss einfach laden. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe ständig geblockt, aber Geralt hat nicht geblockt. Manno! Ja, hier, nimm. Du hast... Wir haben gewettet. Wettschulden sind... Irrenschulden und ich bin ziemlich irre. Möge es dir nützlich sein. Nimm das Schwert. Ha! Ich kann's kaum erwarten, eine Hexerklinge im Kampf zu testen. Wer kann das schon? So, wann habe ich nochmal das letzte Mal gespeichert? Tut mir leid, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Kontrollpunkt? Kontrollpunkt? Da? 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 Ist das der Kontrollpunkt? Ich probiere mal. Jennifers Verdacht bestätigte sich. Ja, natürlich kommt wieder ein Ladebildschirm. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer. Damit drehen wir doch nur die Zeit 2 Minuten zurück. Die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindersfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Ach, das konnte das also bedeuten. So, so. Ich mach Kleinholz aus dir. Blocken, 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 blocken. So. Und dann gleich drauf. Und drauf, drauf, drauf. Oh, ausweichen. Und ja. Diesmal sieht es nicht ganz so schlecht für mich aus, habe ich das Gefühl. Komm schon! Ja! Ja! Aus den Socken geprügelt! Geht doch! Ich weiß doch, dass ich es kann! Haha! Du schlägst gut zu! Hart! Yep! Du übrigens auch, ganz ehrlich. War ein guter Kampf. 50-50. Einmal hast du gewonnen, einmal ich.
So. Was für ein Kampf. So harte Schläge. Ein Wunder, dass ihm das Hirn nicht aus den Ohren geflogen ist. Ein Wunder. Tja, oder Anatomie? Ich habe die Wette verloren. Aber bei dem Spektakel grämt mich das nicht. Hier, möge es dir gut dienen. Danke. Ja, yeah, ein neues Schwert für meine Sammlung. Das liegt doch 1A. Danke, Hjalmar. Nicht? Das wollte ich schon immer wissen. Was macht Hjalmars Stahlschwert? Da muss ich mal kurz gucken. Einmal. Hjalmars Stahlschwert. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht so gut wie das, was ich bereits habe. Plus 57% kritischer Trefferbonus. Nicht schlecht. 2% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Das werde ich auf jeden Fall vermutlich in Ehren halten. Und ich sehe ein Ausrufezeichen. Können wir. Tun wir nochmal? Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein! Keiner hier ist eine Herausforderung. Wir das sind haben wir doch gerade schon mal gehört. Bis unsere Knöchel blutig sind. Sollen wir nochmal kämpfen? Was passiert dann? Kann ich probiere einfach nochmal. Das Ausrufezeichen war da. Vielleicht kriege ich dann noch eine Belohnung von denen oder so. Sterb! Ah! Sterb! Reiß ihn in Stücke! Reiß dich bitte nicht in Stücke! Er blockt schon wieder nicht, wenn ich ihm das befehle. So, jetzt aber. Geralt, block doch mal. Wenn ich dir den Befehl gebe zu blocken, könntest du ja mal so. Oh, da hat er mich aus den Socken gekloppt. Peinlich, peinlich. Du kämpfst aber wie eine kleine Schlampe. Geh mir aus den Augen, Raumtreiber. Warum... Hast du jetzt eigentlich einen Bart? Das Ausrufezeichen ist immer noch da. Ist immer noch da. Kämpf oder verzieh dich, Fremder. Ich will, dass das Ausrufezeichen weggeht, sonst habe ich das Gefühl, dass ich etwas nicht nicht vollständig gemacht habe. Ich mach Kleinholz aus dir. Komm schon. So. Reiß ihn in Stücke. Ich bin dafür, niemanden in Stücke zu reißen. Komm schon, komm schon. Wäre doch gelacht. Es wäre doch gelachst. Nicht gut. Wenn ich dich nicht etwas... Ah, siehste? Siehste? Und jetzt? Du schlägst gut zu. Hart. Ja, du hast auch ganz schön. Wie jetzt und weiter geht's. Ich wärme mich nur auf. Na, worauf wartest du? Ruf den Nächsten. Ach, muss ich die jetzt alle einen nach dem anderen, oder was? Ich komme und hol dich! Jetzt wird's ja super spannend. Verstümmeln! Zerstören! Bitte nicht verstümmeln. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist doch eine friedliche Party hier. Du Wildkarl, du. Au. Komm schon. Ihr wollt Stress? Könnt ihr haben. Haha! Voll aus den Socken. Ich muss die also anscheinend alle nacheinander besiegen. Du hättest mich nie besiegt, wenn ich nicht schon 5 Humpen drin hätte. Ja, Ausreden gibt's immer. Dann bring mir doch jemanden, der nüchtern ist. Kriegst du das hin? Krieg ich. Die Nacht ist jung. Alles klar. Na, wer ist nüchtern und will auf der Omme? Ah, er. Komm schon. Du willst also noch nüchtern sein? Das ist doch pure Ausrede. Du bist doch stockbesoffen. Guck mal, wie du hin und her taumelst. Au, 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 au. Komm, hau in den Rücken. Einfach mal super unfair. So. Ja. Oh. War das der letzte? Du kämpfst gut für einen vom Festland. Ja, ich weiß. Oh yeah, ich habe sie tatsächlich alle besiegt und kriege 2 Erfahrungspunkte. 2. 2 Erfahrungspunkte. Echt jetzt? Das ist ja eine Beleidigung. Na egal. So, kommen wir hier mit noch Zwanrige.
Der ist schon ein bisschen blau, der torkelt da ein bisschen rum. Mal gucken, ob wir noch mit Leutchen reden können. Ich weiß, wir wollen Krach nicht so lange warten lassen, aber... zumindest Udalric. Udalric, geht's dir gut? Das finde ich gut, der gute Udalric. Droda. Bis einst. Der übt sich in Sprechgelang, Gesang. Sprechgelang vor allem. Gelang dir gleich eine. Ach, der Schlachter und der Tavernenwirt. Ja, ich habe eine sehr fette Leber. Das liegt aber an meiner Ernährung. Da ist Hjalmar, der sitzt hier schön am Kopfende. Kann ich hier noch mit irgendwem ein Gespräch anfangen oder so? Lugos! Wo ist denn dein Sohn? Ach, auf der anderen Seite. Ich gehe nochmal kurz in die Mitte. Ich will jetzt nicht irgendwie noch ein aufregendes Gespräch verpassen oder so. Armwald, der steht auch nur rum. Steingrim! Okay. Das heißt wohl auf Wiedersehen. Auf dem Festland errichtet man also Tempel. Es war so. Blaujung. Das Schiff der Schwarzen war schon von ferne zu hören. Ohne ihre Befehle, als müsste der Kaiser selbst sie hören. Vielleicht ist dem ja so. Wir lagen in einer Bucht auf der Lauch. Als sie vorbeisegelten, rammten wir ihnen den Bug in die Hand. Warum schwallst du so? Bist du voll? Kaum beizukommen. Sie trugen Plattenrüstungen. Also warfen wir sie über Bord. Sie sind schneller gesunken als Steine. Nee, Blaujung will auch nicht kein Gespräch führen. Also gut, dann haben wir uns hier ein bisschen getummelt. Dann wollen wir mal den guten Krach um eine Belohnung bitten. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich gar nicht bitten. Er hat uns hier versprochen.